Liebe Fluggäste, herzlich willkommen in der BRD, der Bananenrepublik Deutschland. Typisch für eine Bananenrepublik haben wir keine funktionierende Regierung. Unser Ex-Präsident steht vor Gericht. Und unsere Straßen... Na, seien Sie einfach vorsichtig. Der Posten des Verkehrsministers wird nämlich nicht nach Kompetenz vergeben. Bauen, bauen und nochmals bauen. Bestaunen Sie lieber die teuren Prestigebauten, mit denen sich die Mächtigen unsterblich machen. Der Flughafen an sich, auch die Flughafengesellschaft, ist eine Erfolgsgeschichte. Nächster Tipp. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand angeblich grundlos Geld anbietet. Nur wenn Sie Politiker sind, gelten viele Ausnahmen. Und Korruption. Das gibt's bei uns überhaupt nicht. Deshalb hat Deutschland auch nie das UN-Antikorruptionsabkommen umgesetzt. Und steht damit in einer Reihe mit Syrien und Saudi-Arabien. Huch, oh, das ist gar nicht mehr aktuell, denn Saudi-Arabien hat das Abkommen mittlerweile umgesetzt. Nächste Info. Wie in Bananenrepubliken üblich, gibt es auch in der BRD ein starkes Machtsymbol, die Merkel-Raute. Sogar mittelmäßige Fußballvereine haben die Raute schon kopiert. Zum Schluss noch eine Warnung für Reisende in den Süden der Republik. Wie in anderen Bananenrepubliken gibt es auch bei uns radikale Splittergruppen. Bayern, das sagen wir! Prost! Prost und einen angenehmen Aufenthalt in der Bananenrepublik Deutschland, in der leider nur Kartoffeln wachsen.